Morgen. Morgen, Vanessa. Der Poolroboter ist repariert, der Flatscreen in der 14 ausgetauscht und die Boote sind auf Vordermann gebracht. Perfekt. Haben wir es nicht gut hier? Das sagst du immer, wenn du was im Schilde führst. Also, was hast du vor? Nichts. Stell dir vor, wie toll es wäre, Abby, wenn wir... lass uns doch einfach genießen, was wir erreicht haben. Ist ja schon gut. Morgen, Abby. Morgen, Sam. Die neuen Gäste warten auf dich am Pool. Du siehst hinreißend aus. Ich muss ins Büro. Willkommen in unserem Resort, liebe Gäste. Ich bin Abby Tyler, die Besitzerin. Ich möchte, dass Sie sich hier wie bei Freunden fühlen. Das Buffet ist eröffnet. Sam, ich brauche dich am Pool, bitte. Entschuldigung? Oh Gott, haben Sie mich erschreckt. Ich bin Vanessa, die Hotelmanagerin. Darf ich fragen, was Sie hier tun? Ich fotografiere den wilden Oleander. Ah. Er ist wirklich eine Pracht. Hallo, wer sind Sie? Ich bin der Security-Chef hier im La Mela. Würden Sie bitte mitkommen? Entschuldigen Sie mich. Einen schönen Tag. Dürfte ich? Danke. Gut, dass Sie kommen. Ich werde hier festgehalten, das ist wirklich eine Unverschämtheit. Ich habe gehört, hier wären immer alle so freundlich. Zu unseren Gästen ja. Aber wer hier unbefugt eindringt, wird anders behandelt. Nun, Miss Burns, seien Sie doch so freundlich und sagen Sie uns, was Sie hier machen. Sonst müssen wir leider die Polizei rufen. Ich bin Journalistin. Für wen? Ich arbeite als freie Journalistin. Und an was für einer Story über Miss Tyler arbeiten Sie? Sicher keine, die wir autorisiert haben. Du bist auf allen Bildern drauf. Und sie stammen alle von den letzten beiden Tagen. Ich bin wirklich gespannt, wie Sie uns das erklären wollen. Meine Partnerin hat recht. Was wollen Sie? Ein Interview? Sie würden mir ein Interview geben? Natürlich. Vielleicht haben Sie ein falsches Bild von mir und Sie könnten es korrigieren. Danke. Dann bleiben Sie doch ein paar Tage als unser Gast. Sam, bringst du sie bitte in Bungalow 2? Vielleicht können wir uns ja morgen früh unterhalten. Das wäre schön. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Danke. Miss Burns, die Fotos löschen Sie bitte. Was soll das? Ich will wissen, was sie vorhat. Interessanter wäre, was sie weiß. Wenn wir sie gehen lassen, erfahren wir es nie. Du hast recht. Aber ich habe kein gutes Gefühl dabei. Thank you.
guten Morgen, Mr. Burns. Wie geht es Ihnen? Wie läuft das Immobiliengeschäft? Es könnte besser sein, wie immer. Und bei Ihnen, Marcus? Danke, gut. Aber Ihre Schwester ist nicht da. Aber sie hat heute Geburtstag und wir feiern jedes Jahr zusammen. Tut mir leid, aber ich habe sie seit Tagen nicht mehr gesehen. Hat sie irgendeine Nachricht hinterlassen? Nein. Merkwürdig. Geben Sie ihr das bitte, wenn Sie sie sehen, ja? Das tue ich sehr gern. Danke. Hallo, hier ist Nina. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Nina, ich bin's, Jack. Ich bin hier unten vor deinem Haus und wollte dich zum Essen abholen. Ruf mich an, ja? Hallo, Tom, Jack hier. Kannst du bitte mal herkommen, zu Nina? Irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht kannst du mir helfen. Du weißt, dass ich sowas eigentlich nicht machen darf. Ich weiß. Es ist immer gut, einen Freund bei der Polizei zu haben. Deine Schwester ist eine erwachsene Frau. Sie muss dir nicht sagen, was sie tut. Aber gleich mehrere Tage zu verschwinden? Ihre Koffer sind weg. Dann ist sie verreist. Wenn sie deine Nachricht abhört, ruft sie zurück. Beruhigt dich das? Nicht wirklich. Normalerweise erzählt sie mir immer alles. Komm. Ich hab's dir schon mal gesagt, Henry. Keine schmutzige Wäsche. Ich hab keine Lust dazu. Michael, du bist doch nicht erst seit gestern in der Politik. Gouverneur von Kalifornien wird man nicht, wenn man sich wie ein Chorknabe verhält. Lass mich einfach machen, Michael. Du musst die Einzelheiten gar nicht wissen. Ich will es aber wissen. Und nochmals, keine Sex-Stories über George. Und keine Stories über seine Kinder. Ich will das einfach nicht. Selbst auf die Gefahr, dass du verlierst? Die Leute kennen mich. Und meine Arbeit. Ich werde nicht verlieren. Immerhin habe ich den besten Wahlkampfmanager des Landes. In jedem Fall sollten wir nochmal die Schwachstellen der Opposition durchgehen und... Hallo, Daddy. Ist das nicht ein wunderschöner Tag? Guten Morgen, Francesca. Steven? Sag mal, wieso bist du heute nicht in der Uni? Ich habe gerade eine Besprechung. Weil nichts so wichtig ist wie das, was wir dir sagen wollen. Wir waren sowieso gerade fertig. Wir sehen uns, Michael. Ja, wir sehen uns. Hi, Francesca. Steven? Okay. Was ist es dieses Mal? Ein Hund? Ein Pferd? Eins sage ich dir, wenn es ein Motorrad sein soll, ist die Antwort nein. Ach was, glaubst du wirklich, ich würde dich wegen so unwichtiger Sachen stören? Nein. Es ist die tollste Neuigkeit in meinem Leben. Steven und ich, wir werden heiraten. Jetzt wäre eigentlich der Moment für herzlichen Glückwunsch, oder? Das ist ja eine tolle Nachricht. Los, Dad, sag was. Ich glaube, deinem Vater hat es die Sprache verschlagen. Ich habe dir gesagt, es wäre besser gewesen, wenn du ihn vorher angerufen hättest. Du bist erst 22. Alt genug, um zu wissen, dass Steven der Richtige ist. Mann, ich fass es nicht. Ich dachte, du freust dich für mich. Wir werden sicher glücklich werden. Natürlich werdet ihr das. Ich gratuliere euch. Ich freue mich für dich, für euch beide. Ich wünsche euch alles Gute. Michael, tut mir leid. Wir wollten nicht mit der Tür ins Haus fallen. Eigentlich wollte ich es auf die klassische Art machen. Eine Kiste Zigarren, ein Gespräch unter Männern und dann hätte ich sie irgendwann um die Hand ihrer Tochter gebeten. Altmodischer Blödsinn. Ich hätte dich in jedem Fall geheiratet, egal was Daddy gesagt hätte. Und ich dachte, du seist glücklich mit unserem Leben. Oh, Daddy, das bin ich auch. Du warst der beste Dad der Welt. Aber jetzt bin ich erwachsen und möchte meinen eigenen Weg gehen. Mit Steven. Naja, es ist ja noch nicht so weit. Erstmal seid ihr verlobt. Und wenn du dann nach dem Examen heiratest, falsch. Dann finde ich... Nicht nach dem Examen. Ich werde an meinem Geburtstag heiraten. Aber das ist ja schon in 3 Monaten. Okay. Ich sage kein Wort. Ich denke, du willst eine große Hochzeit. Schließlich heirate ich nur einmal. 500 Leute wären es auf jeden Fall. Gut. Ich rufe gleich Harry an. Er soll sich Gedanken machen, ob wir ein größeres Haus kaufen oder anbauen. Das wollen wir nicht. Ich will nicht zu Hause heiraten. Seit ich ein kleines Mädchen bin, möchte ich im La Mela heiraten. Bitte ruf doch Abby Tyler an. Ich möchte dort die schönste Hochzeit meines Lebens feiern. Hallo, Jack. Wo bist du? Ich mache mir wahnsinnige Sorgen um dich. Oh Gott, Jack. Das habe ich total vergessen. Wie kann man seinen eigenen Geburtstag vergessen? Und vor allem?
allem, wie kannst du vergessen, dass ich dich zum Essen ausführen will? Wie jedes Jahr seit 15 Jahren. Jack, das tut mir wirklich leid. Was ist los? Wo bist du? Das kann ich nicht sagen. Und warum nicht? Ich sag's dir, sobald ich zurück bin. Versprochen. Und dann lade ich dich zum Essen ein. Kommt überhaupt nicht in Frage. Deine Geburtstagseinladung bestreite immer noch ich. Klar. Und dann erzählst du mir, was das alles soll. Du wirst stolz auf mich sein. Ich bin immer stolz auf dich, Kleine. Also melde dich. Übrigens, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Danke, Jack. Bis bald. Pass auf dich auf, Kleine. Ich hab dir doch gesagt, ich habe alles im Griff. Du brauchst sie nicht zu beschatten. Ich bin nur vorsichtig. Ich will nicht, dass man unseren Traum hier zerstört. Dafür haben wir zu hart gearbeitet. Niemand wird uns aus diesem Paradies vertreiben, das verspreche ich dir. Was ist denn mit dir los? Kannst du nicht schlafen? Ich genieße die frische Luft. Hast du wieder schlecht geträumt? Komm mal her. Das alles ist so lange her. Es ist vorbei. Ich weiß. Aber diese Nacht damals. Diese wahnsinnigen Schmerzen. Ich werde es mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich schaffe es nicht. Wir schaffen das, Abby. Schöner Stein. Ein Geschenk zu meinem 16. Geburtstag. Von einem sehr lieben Menschen. Ich hätte in der Strömung ertrinken können. Warum haben Sie mich davon abgehalten, ins Wasser zu gehen? Warum nicht? Dann wären Sie mich los gewesen. Mich und meine Story. Ich habe keine Lust auf Spielchen, Miss Burns. Wenn Sie möchten, dass ich Ihre Fragen beantworte, dann müssen Sie mir schon ein bisschen mehr erzählen. Gut. Haben Sie es nie bereut, Ihr Kind weggegeben zu haben? Wie bitte? Ich habe für meine Story Menschen interviewt, die als Kind von ihren Eltern weggegeben worden sind. Verkauft! Sie haben ihr Leben lang darunter gelitten. Und jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, warum Sie als erfolgreiche Geschäftsfrau
ihr eigenes Baby verkauft haben. Wer sind Sie überhaupt, es zu wagen, so etwas von mir zu denken? Ich würde gerne Ihre Seite der Geschichte hören. Wie fühlt es sich an, so etwas Schreckliches zu tun? Wo haben Sie das Märchen her? Ich habe nie ein Kind gehabt. Und selbst wenn ich eins gehabt hätte, hätte ich niemals sowas getan. Niemals! Dann erzählen Sie mir die Wahrheit. Sie sind nicht der Wahrheit wegen hier, richtig? Sie spielen nur die Gerechte, weil wir sie beim Rumschnüffeln gefunden haben. Und wozu das alles? Ihrer Karriere wegen? Wissen Sie was, Miss Burns? Eigentlich hätte ich sie ins Wasser gehen lassen sollen. Sagen, wir tauschen die 8 mit der 9. Kann ich dich einen Augenblick sprechen? Danke erstmal. Was gibt's? Sag Sam bitte, er möchte Miss Burns sofort vom Gelände begleiten und dafür sorgen, dass sie in den ersten Flieger steigt. Ich möchte, dass sie heute noch abreist. Wieso? Was ist passiert? Du hattest recht. Wir können nicht vorsichtig genug sein. Ihr Taxi wird gleich da sein. Sie müssen mich ein letztes Mal mit ihr reden lassen. Nein. Es ist wichtig. Nein. Bitte. Ich muss mich für mein Verhalten bei ihr entschuldigen. Und das muss ich persönlich tun. Bitte rufen Sie sie an und fragen Sie sie. Ja? Nina Burns. Okay, bringen Sie rein. Lässt du uns bitte allein? Wir sind draußen, wenn du uns brauchst. Danke, Sam. Es tut mir leid, wenn ich Sie verärgert habe. Aber ich bin nicht nur wegen der Entschuldigung noch einmal zurückgekommen. Miss Tyler, es geht um mehr als um irgendwelche Anschuldigungen. Ich höre. Ich glaube, dass Ihr Kind noch lebt. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich hatte nie ein Kind. Wer von uns lügt jetzt? In der Geschichte, an der ich schreibe, da geht es nicht um Sie. Es geht um illegalen Babyhandel. Und im Rahmen meiner Recherchen bin ich auf Ihren Namen gestoßen. Das ist doch lächerlich. Damit hatte ich nie was zu tun. Komisch. Vor ein paar Jahren hat jemand ein Privatdetektiv engagiert, um ein Kind suchen zu lassen. Ich habe sein Honorar zurückverfolgen lassen und bin auf ein Bankkonto hier in San Juan gestoßen. Dem Konto von Ihrem Hotel hier. Also, wollen Sie mir nicht einfach Ihre Geschichte erzählen? Ich war sehr jung und bin bei der Geburt fast gestorben. Als ich wieder zu mir kam, haben Sie mir gesagt, mein Kind sei tot geboren. Sie haben also Ihr Kind nie gesehen? Sie dachten wohl, das gibt eine tolle Story, was? Eine erfolgreiche Resort-Chefin verkauft ihr Kind. Aber da liegen Sie leider falsch. Mein Kind ist tot. Es hat nie gelebt. Ich passe nicht in Ihre Story. Ich habe konkrete Hinweise darauf, dass Ihre Tochter noch lebt. Sie und viele andere Kinder, die man für tot gehalten hat. Ich habe umfangreiches Material gesammelt. Ich glaube Ihnen kein Wort. Gut. Ich bleibe bei meiner Version. Das muss ich. Ich habe mein Kind nicht verkauft. Und jetzt raus! Abby? Da bist du ja.
Sam hat heute Morgen die Dateien von Ninas Laptop hier drauf kopiert. Vanessa, sie behauptet, dass mein Kind lebt. Kann es sein, dass du einen Privatdetektiv engagiert hast, um meine Tochter zu finden? Das ist über 10 Jahre her. Warum, um Gottes Willen, hast du das getan? Du hattest die gleichen Träume wie jetzt. Ich habe Zweifel bekommen. Ich dachte, vielleicht besteht ja die Chance. Du hast mein Kind gesehen. Du hast gesagt, es war tot. Ich weiß. Aber du lagst in diesem dreckigen Raum. Zwischen Leben und Tod. Und ich hatte solche Angst um dich. Der Arzt hat das Baby so schnell weggebracht, ich hab's gar nicht richtig mitbekommen. Und als er wiederkam, hat er gesagt, es wäre gestorben. Ich hab ihm geglaubt. Warum hast du mir das nie gesagt? Es könnte tatsächlich noch am Leben sein. Ich wollte dir keine falschen Hoffnungen machen. Ich war mir doch selbst nicht sicher und das hat mich jahrelang gequält. Deshalb habe ich irgendwann diesen Privatdetektiv engagiert. Dein Freund in Los Angeles hat ihn mir empfohlen. Michael Fallon. Er hieß Peter Morricone. Ich habe ihn mit Firmenschecks bezahlt, weil ich nicht genug Geld hatte. Ich denke, so ist Nina auf unsere Spur gekommen. Wenn das wahr ist, Vanessa, dann ändert sich jetzt alles. Nina kann ihre Story an die Öffentlichkeit bringen. Wenn die Möglichkeit besteht, dass meine Tochter lebt, dann will ich sie finden. Ich muss die Wahrheit wissen. Um jeden Preis. Haben Sie nicht die Financial Times gelesen? Ja, also dann verkaufen Sie die Aktien. Ja, natürlich sofort. Entschuldigen Sie, Mr. Fallon. Ja? Eine Miss Tyler möchte Sie sprechen. Abby Tyler? Sicher, stellen Sie sie durch. Abby, Gott, was für eine Überraschung. Allerdings, wie geht's dir? Puh, hab viel zu tun. Ich kandidiere für den Posten des Gouverneurs. Hab ich gehört, scheint gut zu laufen. Wir sind recht zuversichtlich. Aber das ist wirklich ein Zufall. Ich wollte dich heute ebenfalls anrufen. Wirklich? Ja, Francesca heiratet nämlich demnächst. Und sie und ihr Verlobter bestehen darauf, dass ihre Hochzeit im Lamela stattfindet. Na, das ist ja ein Zufall. Das organisiere ich sehr gern für Sie. Aber die Hochzeit soll schon in 3 Monaten sein. Ist das nicht zu kurzfristig? Absolut nicht. Ich staune immer wieder über dich. Aber sag mal, was kann ich für dich tun? Ich muss einen Bekannten von dir kontaktieren. Jemand, der schon oft für dich gearbeitet hat. Kein Problem. Und wen? Einen Mr. Morricone. Der Privatdetektiv. Sicher. Sag mal, Abby, hast du irgendwelche Probleme? Nichts Großes. Ein Problem mit einem Gast und einigen Fällen von Kreditkartenbetrug. Ich verstehe. Ich sage, Peter soll sich mit dir in Verbindung setzen. Danke. Das ist lieb von dir. Und sonst? Alles in Ordnung? Ja, alles bestens, Michael. Klingt gut. Ach, Abby, du fehlst mir. Aber wir sehen uns ja sicher bald, um die Hochzeit zu organisieren. Ich freue mich drauf. Und grüß Francesca von mir. Das werde ich. Wir sehen uns. Bis bald. Schön, dich wiederzusehen. War nicht meine Idee. Komm mit. Darf ich vorstellen, Mr. Peter Morricone? Freut mich, Sie kennenzulernen, Miss Tyler. Mr. Morricone, schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Entschuldigung. Ja, Sam? Schickes Büro. Danke. Setzen Sie sich. Die Sache ist sehr heikel, Mr. Morricone. Ich muss absolut sicher sein, dass sie vertraulich behandelt wird. In meinem Vertrag verpflichte ich mich ausdrücklich zu strengster Vertraulichkeit. Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Ich möchte, dass Sie weiter nach meiner Tochter suchen. Ja, das hat mir Ihre Partnerin schon gesagt. Hören Sie, Miss Tyler, die Sache ist lange her.
Viele Informationen, die ich damals gesammelt habe, haben ins Leere geführt. Hier ist alles drauf, was Nina Burns, die Journalistin, herausgefunden hat. Vielleicht finden Sie eine heiße Spur. Vielleicht. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Mr. Morricone. Gleichfalls. Ach, übrigens, haben Sie die Adresse von Nina Burns? Könnte sein, dass ich Kontakt zu ihr aufnehmen muss. Die besorge ich Ihnen. Wir haben Ihnen einen Rückflug für morgen früh nach Los Angeles reserviert. Ich erwarte Ihren Anruf. Danke. Nina Burns? Hallo, Schwesterchen. Seit wann bist du wieder zurück? Seit einer Woche. Seit einer Woche schon? Und schreibst immer noch in deiner großen Story, ja? Wann verrätst du mir endlich, worum es geht? Wenn ich fertig bin. Gib mir noch 2 Tage. Komm schon, ich bin neugierig. Ich weiß. Ich esse jetzt was zu Hause und dann mache ich die Nacht durch. Die Geschichte wird wirklich ein Knaller. Na gut, Kleine. Aber übernimm nicht mehr. Ja. Wann sehen wir uns? Du, entschuldige, der Pizzaservice ist da. Ich melde mich, ja? Okay. Ciao. Was machst du denn hier? Sorry, aber ich bin gleich zum Essen verabredet. Jack, ich weiß gar nicht, wie ich es dir sagen soll. Es ist etwas passiert und... Was ist los? Nina ist tot. Es tut mir so leid. Das kann nicht sein. Das muss ein Irrtum sein. Ich bin sicher. Es gibt überhaupt keinen Zweifel. Es ist deine Schwester. Dass sie aus dem Fenster gestürzt ist. Komm. Nina Burns, Selbstmord einer Journalistin. Das ist ja schrecklich. Wir hatten viel gemeinsam. Sie war mutig, ehrgeizig. Natürlich wollte ich nicht, dass sie ihre Story veröffentlicht. Aber doch nicht sowas. Ja, es ist furchtbar. Aber wenn wir ehrlich sind, kommt uns das Ganze sehr gelegen. Kein Mensch wird uns mit Nina in Verbindung bringen. Sie war hier niemals im Hotel registriert. Sei doch nicht so naiv. Die Gefahr bleibt, wenn irgendjemand die Informationen in Ninas Computer findet. Kriegen wir bestimmt Ärger. Dann sollten wir darauf vorbereitet sein. Und im schlimmsten Fall... Nein. Ich bleibe hier und stehe das durch. Wir suchen jetzt seit 36 Stunden nach Beweisen, Jack. Die Spurensuche ist zwar noch nicht beendet, aber gab es... Etwas, was du nicht von ihr wusstest. Hat sie Drogen genommen? Das glaube ich nicht. Oder hatte sie vor irgendetwas Angst? Nein. Alles war bestens. Vielleicht hatte sie Liebeskummer. Ach, Nina doch nicht. Sie hätte 2 Tage getrauert und dann hätte sie sich den nächsten gesucht. Ich hätte das gemerkt, wenn sie verzweifelt gewesen wäre. Sie hat an irgendeiner wichtigen Story gearbeitet. Und wenn es Selbstmord war? Nein, Tom, das macht keinen Sinn. Hier muss irgendjemand eingebrochen sein. Wo ist Ihr Notebook? Wir haben es überprüft, aber es sind keine auffälligen Dateien drauf. Wir haben die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt, aber kein Hinweis darauf, dass eingebrochen wurde.
kein Anzeichen für ein Verbrechen. Tut mir leid. Das glaube ich einfach nicht. Tyler, Peter Morricone hier. Mr. Morricone. Schön, so schnell von Ihnen zu hören. Was machen Ihre Nachforschungen? Gut, gut. Ich habe eine heiße Spur. In Nina Burns Recherchen gibt es Hinweise auf eine junge Frau. Eine Amerikanerin, die in England lebt. Sie ist am gleichen Tag geboren wie die ersten beiden Frauen, die Nina interviewt hat. Am 13. März? Sind Sie sicher? Ich fliege nächste Woche nach London und gehe der Sache nach. Sagen Sie mir bitte sofort Bescheid, wenn Sie sie gefunden haben. Selbstverständlich. Auf Wiedersehen, Miss Tyler. Mr. Morricone, bevor Sie auflegen, sagen Sie mir bitte, wie sie heißt? Ophelia. Ophelia Kaplan. Danke. Und glaubst du, das funktioniert? Wenn du wüsstest, was die Leute alles glauben. Wenn sie nur glauben wollen. Und was ist mit Fallon? Der weiß von nichts. Gut gemacht, Morricone. Hier, das ist für Sie. Ich möchte jetzt nichts mehr von der Sache hören. Guten Tag, willkommen im Lamela. Danke. Es tut mir leid, aber ich habe nicht reserviert. Tja, dann sieht es schlecht aus. Unsere Gäste buchen lange im Voraus. Hallo, Vanessa. Hallo, Mr. Hopkins. Jack Hopkins. Abby Tyler. Freut mich. Mr. Hopkins hat leider nicht reserviert. Ah. Es war so eine spontane Idee. Ich brauche einfach mal ein bisschen Ruhe. Das Gefühl kenne ich. Wir sind leider ausgebucht. Es wäre besser gewesen, Sie hätten vorher angerufen. Schade. Tja, dann muss ich es wohl woanders probieren. Warten Sie, was ist mit der 12? Mit der 12? Ist leider belegt. Einen Moment.
auf der Hassel mehr kriegen. Wieso das denn? Irgendwas hat er an sich. Okay, Mr. Hopkins. Das mit dem Zimmer geht klar. Leider nicht im Haupthaus, aber in der Dependance. Nur ein paar Kilometer von hier, im Regenwald. Dankeschön. Wir sehen uns. Daddy? Die sind alle sehr schön. Gut, dann nehme ich das, obwohl man meine Brustwarzen sehen kann. Ich wusste, damit kriege ich deine Aufmerksamkeit. Ja, es tut mir leid, Süße. Ich bin nicht der Richtige für solche Sachen. Sag einfach, was du denkst. Was soll ich sagen? Du bist ein Engel. Steven hat Glück, sowas wie dich zu bekommen. Ehrlich? Ehrlich. Du erinnerst mich so an deine Mutter. So hübsch. Und elegant. Oh, Daddy. Ich wünschte, ich hätte sie kennenlernen dürfen. Du warst zwar erst 3, als sie starb. Aber die Liebe, die sie dir gab, reicht für den Rest deines Lebens. Und sie ist bei uns. Das spüre ich. Ich denke, ich auch. Gut, wir nehmen das Kleid. Ich hoffe, Sie werden sich bei uns wie bei Freunden fühlen. Das Buffet ist eröffnet. Sehr gut. Sie mischen sich nicht gern unter Menschen, oder? Oh, danke schön. Naja, im Moment nicht so gern. Es ist wirklich wunderschön hier. Hm. Von sowas träumt man eigentlich nur. Sie haben sich ein richtiges Paradies geschaffen. Warum gerade ein Ressort? Ich helfe gerne Menschen, vor ihrem Alltag zu entfliehen. Und Sie, Mr. Hopkins? Wovor fliehen Sie? Ich habe vor kurzem jemanden verloren, der mir sehr nahe stand. Es tut mir leid. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Das haben Sie schon. Wollen wir morgen etwas zusammen unternehmen? Das hört sich gut an. Okay. Abby Tyler? Morricone hier. Mr. Morricone. Haben Sie Neuigkeiten für mich? Ja. Ich habe Ophelia in London gefunden. In London? Erzählen Sie mir, was Sie herausgefunden haben. Sie studiert Architektur. Ihre Adoptiveltern leben in einem Dorf in Yorkshire. Und da ist sie auch aufgewachsen. Ich melde Ihnen ein Foto. Ich muss schon sagen, alle Achtung, Mr. Morricone. Ich wollte eigentlich persönlich mit ihr Kontakt aufnehmen, aber das ist natürlich eine heikle Sache. Wie soll ich denn jetzt weiter vorgehen? Sagen Sie ihr nicht, warum Sie da sind. Ich möchte Sie persönlich kennenlernen und ihr alles selbst erklären. Soll ich hier in London auf Sie warten? Nein, nein, kommen Sie bitte hierher mit ihr. Warum sollte sie mit mir mitkommen? Ich habe da eine Idee. Und überprüfen Sie die Bewegungsmelder an Bungalow 9. Ich glaube, einige funktionieren nicht. Sam. Was kann ich für dich tun? Geh doch mal auf die Kamera. Da, Gartenweg West. Klar. Was macht er da? Ich habe beobachtet, wie er mit einem Zimmermädchen geredet hat und ihr irgendwas gezeigt hat. Ich glaube, das war ein Foto. Weißt du, wer das ist? Nein.
aber ich wüsste es gern. Ich werde mich drum kümmern. Detective Meyer? Hallo, Tom. Hi, Jack. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Wo bist du? In Puerto Rico. Ich glaube, das Ganze wächst dir ein bisschen über den Kopf, hä? Lass uns das machen. Sorry, Tom, aber Nina war meine kleine Schwester. Ich habe mich immer für sie verantwortlich gefühlt. Ich muss das tun. Hoffentlich kannst du da unten wenigstens ein wenig entspannen. Ja, ein bisschen schon. Ich habe hier mit ein paar Leuten vom Personal geredet, aber Fehlerzeige. Und du? Hast du irgendwas von Abby Tyler rausgekriegt? Naja, sie hat eine weiße Weste. Hat nicht mal eine rote Ampel überfahren. Geboren in New Hampshire. Ihre Eltern sind vor 20 Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen. Gute Schülerin, hat in Paris studiert, besitzt das La Mela seit 15 Jahren mit ihrer Partnerin Vanessa Nichols. Ja, die habe ich auch schon kennengelernt. Oh, Jack, noch was. Abby Tyler ist eine gute Freundin von Michael Fallon. Dem Vizegouverneur von Kalifornien? Naja, wie es aussieht, hat er kräftig in das La Mela investiert. Okay. Danke, Tom. Warte, dürfte ich fragen, was dich so an der Frau interessiert? Die Informationen hättest du auch hier haben können. Vielleicht kann Miss Tyler mir darüber Auskunft geben, in welcher Verfassung Nina in den letzten Tagen war. Glaubst du nicht, das Ganze überfordert dich ein bisschen? Ich melde mich, wenn ich wieder in L.A. bin. Okay, also bis dann. Bis dann. Was wolltest du hier, Nina? Entschuldigung, ich hatte einen wichtigen Anruf. Wohin fahren wir? Lassen Sie sich überraschen. Danke, ich brauche Sie jetzt nicht mehr. Ist gut, Mister. Ich habe mal gelesen, dass Michael Fallon das La Mela mitfinanziert hat. Stimmt das? Sie müssen gut recherchiert haben, das weiß kaum jemand. Na klar, immerhin kandidiert er für das Gouverneursamt in Kalifornien. Michael und ich waren mal eng befreundet. Nur befreundet? Ganz schön neugierig. Wir haben versucht, etwas mehr aus unserer Freundschaft zu machen, aber das hat leider nicht gepasst. Er wollte immer nur das Beste für mich. Und als sich die Gelegenheit bot, in das Resort zu investieren, hat er sofort zugegriffen. Und seither sind Sie glücklich und zufrieden? Es war nicht immer einfach. Ich erzähle Ihnen hier mein ganzes Leben und von Ihnen weiß ich gar nichts.
Abby? Ich will, dass du hier verschwindest. Aus diesem Zimmer und von diesem Gelände. Wieso? Was ist denn los? Du hast mich belogen. Geh einfach! Morgen, Abby. Morgen. Wir müssen reden. Ich bin nicht in der Lage, geschäftliche Dinge zu bereden. Es geht um Jack Hopkins. Er heißt nicht Hopkins. Er heißt Burns. Jack Burns. Und ist Immobilienmakler aus Los Angeles. Er hat uns belogen. Ja, sieht ganz so aus. Warum habe ich das bloß nicht gestern erfahren? Oh nein, Abby. Ich bin auf seinen Charme reingefallen. Sam und ich haben beobachtet, wie er ein paar von unseren Angestellten Fragen gestellt hat. Und er hat ein Foto von Nina herumgezeigt. Ein Foto von Nina? Ja, wir haben Nachforschungen angestellt. Nina war seine Schwester. Bitte? Er kennt auch ihre Recherchen und folgt ihren Hinweisen. Wir sollten uns ernsthaft überlegen, unsere Spuren zu verwischen. Das können wir nicht. Abby, Jack Burns will was von dir. Aber nicht das, was du denkst. Keine Sorge, ich reise ab. Aber bevor ich das tue, möchte ich dir noch was sagen. Nina war deine Schwester. Woher weißt du das? Du trägst ihren Anhänger. Ich habe ihn sofort erkannt. Sie hat mir erzählt, dass jemand, der ihr sehr wichtig ist, ihn ihr geschenkt hat. Von ihrem Tod habe ich aus der Zeitung erfahren. Es tut mir sehr leid für dich. Es ist schrecklich. Ich wollte herausfinden, wieso sie hier war. Sie hat so geheimnisvoll getan und mir erzählt, dass sie an einer Riesen-Story sitzt. Und da hast du dir gedacht, du gehst mit mir ins Bett und erfährst, um was es geht. Nein, das habe ich mir nicht gedacht. Ich habe doch nicht damit gerechnet. Womit hast du denn gerechnet? Damit jedenfalls nicht. Weißt du, worum es in dieser Riesen-Story ging? Keine Ahnung. Ich habe nur Fotos gefunden. Auf vielen davon warst du zu sehen. Und Reiseunterlagen, die mich hierher geführt haben. Ich glaube, jemand hat Dateien von ihrem Computer gestohlen, um an Informationen zu kommen. Was hat sie dir gesagt? Nichts. Ich weiß nicht, warum sie sich für mich interessiert hat. Jack, bitte versprich mir nur eins. Dass du mir nicht schaden willst. Ich will dir doch nicht schaden. Wie kommst du darauf? Willst du bleiben? Ich kann nicht. Ich muss zurück nach Los Angeles. In 3 Stunden geht meine Maschine. Wollen wir uns wiedersehen? Ja. Das ist die richtige Karte. Die Bucht liegt hier unten im Süden. Danke, Sir. Mr. Burns? Ja? Ich dachte, Sie sind unterwegs nach L.A. Mein Flug hat Verspätung. Ich wollte Abby noch mal sprechen. Sie ist in Ihrem Büro. Sie kennen ja den Weg. Danke. Geht's jetzt weiter? Morricone bringt sie mir hierher. Und zwar ziemlich bald. Dann hatte Nina also recht. Es ist schrecklich, dass ihre Story über die Schwarzmarktbabys nicht an die Öffentlichkeit kommen kann. Stell dir vor, wie viele Eltern ihre Kinder wiedersehen könnten. Aber was ist mit Jack Burns? Er trauert um seine Schwester. Er wollte nur wissen, wo sie war, bevor sie starb. Das ist alles. Und er kennt nicht ihre Recherche? Nein, und ich glaube ihm. Also jahrelang lässt du keinen Mann an dich heran und plötzlich vertraust du einem Fremden. Er ist kein Fremder. Schon klar. Ich verstehe einfach nicht, warum sie mich belügt. Sie hat mit Nina gesprochen, aber sie gibt es nicht zu.
Das heißt aber nicht, dass sie was Unrechtes getan hat. Sie hat irgendwas von Schwarzmarktbabys erzählt. Aber sie lügt, sie hat irgendwas zu verbergen. Hier, es ist für dich. Ein Souvenir? Schau rein. Da sind ihre Fingerabdrücke drauf. Und meine. Kannst du das mal checken? Du steigerst dich da in was rein. Komm schon, Tom. Ich sehe, was ich tun kann. Ich glaube, Nina war da einer richtig heißen Sache auf der Spur. Und dabei ist sie irgendjemand in die Quere gekommen. Abby Tyler? Ja, vielleicht. Aber ich will's nicht hoffen. Komm. Jack Burns? Jack, hier ist Abby. Hallo, Abby. Jack, ich habe eine Nachricht erhalten. Du wirst es nicht glauben. Jack? Bist du noch dran? Ja. Entschuldige, Abby, kann ich dich zurückrufen? Ich habe da noch einen wichtigen Anruf. Ja. Also, bis dann. Hallo? Jack, hier ist Tom. Ich hab was. Das musst du dir unbedingt ansehen. Was denn? Komm in mein Büro. Dann zeig ich's dir. Wir haben endlich die Bänder der Überwachungskamera aus Ninas Apartmenthaus. Das ist die Kamera in der Lobby. Ich hab's vergrößern lassen. Weißt du, wer das ist? Er heißt Morricone. Erledigt für die Reichen und Mächtigen unter dem Deckmantel eines Privatdetektivs die Drecksarbeit. Er wurde noch nie verhaftet, also haben wir auch keine Akte über ihn. Und du glaubst, er hat Nina umgebracht? Immerhin wissen wir, dass er zum Zeitpunkt ihres Todes in ihrem Apartmenthaus war. Warum verhaftet ihr ihn dann nicht? Das ist leider nicht so einfach. Versuch mal, ein Gespenst zu fangen. Und selbst wenn wir ihn kriegen würden, bezweifle ich, dass man ihn anklagen könnte. Diese Mächtigen, für die er arbeitet, beschützen ihn. Menschen wie Abby Tyler. Na, wo bleiben die denn? Sie müssten jeden Moment da sein. Ich kann nicht still rumsitzen. Wir freuen uns so für dich, Abby. Danke. Schön, Sie wiederzusehen, Miss Tyler. Und Sie natürlich auch, Miss Nichols. Das ist Peter Morricone. Ich würde Ihnen gar niemand vorstellen. Miss Tyler, das ist Ophelia Kaplan. Die Gewinnerin des Mobile Q-Gewinnspiels. Miss Kaplan, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr, dass Sie bei Mobile Q gewonnen haben. Vielen Dank, Miss Tyler. Ich bin sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Es ist wundervoll hier. Ich bin Vanessa. Hi. Soll ich Miss Kaplan Ihren Bungalow zeigen? Nein. Das mache ich schon. Bitte, nennen Sie mich doch Ophelia. Gern. Ich bin Abby. Du siehst toll aus, Baby. Komm, lass uns was trinken gehen. Tut mir leid, Mr. Morricone, aber ich bin noch im Dienst. Ach so? Ja, dann vielleicht nachher. Beim Essen, Miss Nichols. Es gibt einiges zu besprechen. Selbstverständlich. Bringen Sie den Koffer in mein Bungalow. Sehr gern. Und Sie können mich doch wenigstens bis zur Bar begleiten. Joe? Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen all das hier zeigen kann. Ich habe noch nie bei einem Preisausschreiben gewonnen. Wir werden die nächsten Tage noch viel zusammen unternehmen. Das freut mich. Wissen Sie was, Ophelia? Dann hole ich Sie morgen nach dem Frühstück zum Reiten ab. Gern. Und das ist Ihr Bungalow. Ich lasse Sie jetzt mal allein. Sie möchten sich bestimmt ein bisschen ausruhen. Das Gepäck müsste schon drin sein. Vielen Dank, Miss Tyler. Abby. Bitte informieren Sie doch Miss Tyler, dass Michael Fallon und seine Tochter morgen eintreffen, um mit ihr die Hochzeit zu besprechen. Danke. Es ist wirklich schön, dass Sie da sind. Das ist mein tollster Auftritt seit langem. Also das Brautpaar sitzt hier an diesem langen Tisch mit Blick auf die Gäste. Was natürlich ganz wichtig ist, sind die Blumen. Haben Sie dann etwas Bestimmtes gedacht? Ich liebe ja diesen Venoleander, der überall blüht.
Könnte man die Gestecke für die Tische nicht aus frischen Oleanderzweigen machen? Naja, Gestecke ja, aber nicht für die Tische. Oleander ist hochgiftig. Man kann die Blätter doch mit Lack einsprühen, oder, Daddy? Na, dann können wir ja gleich künstliche Blumen auf die Tische stellen. Du siehst toll aus, Eddie. Danke, Michael. Das ist meine Tochter Francesca. Francesca? Ich hätte dich ja nie wiedererkannt. Du warst damals noch ein kleines Kind und jetzt... Schön, dich zu sehen. Dein Vater hat mir viel von dir erzählt. Schön, dass wir deine Hochzeit planen dürfen. Es bedeutet mir so viel, hier den wichtigsten Tag in meinem Leben zu verbringen. Und was die Blumen betrifft, hast du recht. Mhm. Und für den Empfang wollen Steven und ich eine Reggae-Band. Mr. Fallon, das ist ja ein Zufall, Sie hier zu sehen. Meine Tochter Francesca plant hier ihre Hochzeit. Abby ist so liebenswürdig, sie auszurichten. Übrigens, danke für den Job. Keine Ursache. Ich bin froh, dass Sie Abbys Tochter finden konnten. Mr. Singer war auch sehr daran gelegen. Singer? Was hat der denn damit zu tun? Wie soll ich sagen? Miss Tyler und ihre Freundin haben eine Vergangenheit, die besser im Verborgenen bleibt für Mr. Singer. Und ich denke auch für Sie. Ihre Zukunft als Gouverneur ist damit gesichert. Was wollen Sie damit andeuten? Ich kann Ihnen noch mehr erzählen. Und vielleicht machen wir beide dann ein Geschäft. Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen Geschäfte machen möchte. Oh doch, das glaube ich schon. Wir treffen uns morgen um 5 auf der alten Festung. Sie werden überrascht sein. Es ist ein Geschäft, das Sie nicht abschlagen können. Auf Wiedersehen, Mr. Fowler. Mein Name ist Jack Burns. Ich würde gerne einen Flug buchen nach San Juan, Puerto Rico. Ophelia. Alles in Ordnung? Es ist 3 Uhr morgens. Ich weiß, es tut mir leid. Ich muss Ihnen was Wichtiges sagen. Okay, geben Sie mir nur eine Sekunde, ja? Ich warte draußen. Ist gut. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes, Abby. Es fällt mir sehr schwer, Ihnen das zu sagen. Vielleicht sollte ich auch lieber damit warten, aber ich kann es nicht. Ich muss es loswerden. Ich weiß, dass Sie adoptiert sind. Woher wissen Sie das? Ich habe den Leuten vom Gewinnspiel nichts davon erzählt. Haben Sie sich nie gefragt, wer Ihre leibliche Mutter ist? Tja, soll ich ganz ehrlich zu Ihnen sein? Nur ein einziges Mal. Ich war damals erst 14. Ich steckte in einer kleinen Krise. Ich hielt meine Eltern für spießige Mittelstandsbürger. Da habe ich mir vorgestellt, meine Mutter sei eine Künstlerin und würde verrückte Bilder in Soho malen. Aber das war nur so eine Phase. Ich liebe meine Adoptiveltern. Wissen Sie, warum sollte mich die Identität meiner leiblichen Mutter interessieren? Sie hat mich gleich nach der Geburt weggegeben. Sie wollte nichts mit mir zu tun haben. Und ich nicht das Geringste mit ihr. Aber wenn diese Frau, ihre leibliche Mutter, wenn sie nicht gewusst hat, dass sie am Leben sind, wenn man ihr erzählt hat, dass sie bei der Geburt gestorben sind. Das halte ich für ausgeschlossen. So etwas gibt es doch gar nicht. Doch, das gibt es. Sie haben alles versucht, um mich am Leben zu halten. Ich bin ins Koma gefallen. Und als ich wieder zu mir kam, haben sie mir gesagt, dass mein Baby tot ist. Und dass sie es eingeäschert hätten. Sie meinen, die haben ihnen ihr Baby weggenommen und gesagt, es sei tot? Das ist ja furchtbar.
Aber vor ein paar Wochen habe ich erfahren, dass das alles nicht stimmt. Mr. Morricone ist Privatdetektiv. Er hat nichts mit Mobile Q zu tun. Es gab nie ein Gewinnspiel. Ja, aber... Ophelia, ich wollte dich sehen, um dir selber zu sagen, dass ich weiß, dass du meine Tochter bist. Ich weiß, es ist bestimmt ein Schock für dich. Aber kannst du dir vorstellen, dass ich deine leibliche Mutter bin? Hallo, Abby. Jack! Was machst du denn hier? Warum hast du mich nicht angerufen? Ich wollte dich überraschen. Das ist dir gelungen. Ich habe dir viel zu erzählen. Ja. Ich dir auch. Jack, ich habe eine Tochter. Eine Tochter? Warum hast du mir nie was von ihr erzählt? Ich war mir ja bis jetzt nicht ganz sicher. Ich dachte immer, mein Kind sei bei der Geburt gestorben. Bis Morricone sie gefunden hat. Morricone? Ich habe früher ganz genauso ausgesehen. Erzähl mir mehr über diesen Morricone. Morricone ist Privatdetektiv. Michael Fallon hat ihn mir empfohlen. Aber warum fragst du? Willst du nicht mehr über meine Tochter wissen? Ich will einfach nur wissen, ob du ihm trauen kannst. Natürlich, er hat mir meine Tochter gebracht. Plötzlich hat alles wieder einen Sinn für mich. Ich wünschte nur, ich könnte mich bei Nina bedanken. Warum? Sie hat mir von ihren Recherchen für ihre Story erzählt. Sie war immer davon überzeugt, dass meine Tochter am Leben ist. Ich war völlig durcheinander. Warum hast du mir das nicht früher erzählt? Warum hast du mich belogen? Ich hab dich nicht belogen. Ich war mir nur nicht sicher, ob sie die Wahrheit sagt, bis Morricone ihre Behauptungen nachgeprüft hat. Abby? Nina hat sich nicht umgebracht. Sie ist ermordet worden. Ermordet? Aber warum? Wer hätte Nina ermorden wollen? Vielleicht hatte jemand Interesse daran, dass ihre Story nie gedruckt wird. Jack, du glaubst doch nicht, dass ich was mit Ninas Tod zu tun habe. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Abby, ich will dir nichts unterstellen, aber dieser Mann, den du engagiert hast, dieser Morricone, ist kriminell. Aber du hast nichts gegen ihn in der Hand. Nichts? Auf einem Video ist zu sehen, wie er genau in der Nacht, in der Nina ermordet wurde, ihr Haus betritt. Wenige Tage, nachdem sie von hier abgereist ist, ist sie tot. Wenige Tage, nachdem sie dir von deiner Tochter erzählt hat. Und wenige Tage, nachdem du Morricone engagiert hast. Und das nennst du nichts. Jack, du denkst doch nicht, dass ich... Wo willst du hin? Ich kann hier nicht bleiben. Was ist los? Die ganze Sache macht mich nervös. Diese Frau ist so nett. Sie hat es nicht verdient. Ich kann nicht mehr. Ich will aussteigen. Und wie du kannst. Du steckst doch längst mittendrin. Hören Sie, ich gebe Ihnen die $50,000 zurück. Ich möchte so schnell wie möglich nach L.A. zurückfliegen. Ich schwöre Ihnen, es erfährt niemand ein Wort von mir. Meine Süße, ich fürchte, das geht nicht. Ich lasse Ihnen gar keine andere Wahl, Mr. Morricone. Ach. Du lässt mir keine Wahl? Andernfalls sage ich es Abby. Pack deine Sachen, mach dich fertig, ich bringe dich zum Flughafen. Ehrlich?
Was soll ich machen? Wenn du es nicht packst, brechen wir es ab. Aber dann müssen wir schnell von hier verschwinden, damit Abby die Sache nicht durchschaut. Alles klar. Danke, Mr. Morricone. Ich bin in 20 Minuten fertig. Tom, ich verstehe diese Frau nicht. Tja, ich hab da was für dich, Jack. Das Ergebnis der Fingerabdrücke. Ja, und? Der Name Abby Tyler ist falsch, Jack. Die Fingerabdrücke gehören zu einer gewissen Paula Winter. Du meinst, sie hat ihren Namen geändert? Ja, aber Paula Winter ist seit 20 Jahren verschwunden. Nachdem sie aus einem Gefängnis ausgebrochen war, in dem sie wegen Mord einsaß. Wegen Mord? Sieht so aus, als ob Abby Tyler nicht möchte, dass irgendjemand erfährt, wer sie wirklich ist. Da könnte noch viel mehr dahinter stecken. Jack, ich brauche mehr Zeit. Wenn sie mit Morricone unter einer Decke steckt, wird es gefährlich. Komm nach Hause und wir übergeben den Fall dem FBI. Das kann ich nicht, Tom. Weißt du, so sehr das im Moment auch danach aussieht, dass Abby was mit Ninas Tod zu tun hat, irgendwas sagt mir, dass ich ihr trauen kann. Tja, weil du in sie verliebt bist und Liebe macht bekanntlich blind. Wenn sie doch mit drin steckt? Ja, du hast recht. Gut, dass du es einsiehst. Du hast wirklich recht, wenn du sagst, dass ich sie liebe. Hör zu, schick mir die Unterlagen noch hierher. Nach Puerto Rico, ja. Ich brauche endlich Klarheit. Pass auf dich auf, Jack. Ja. Vanessa, weißt du, wo Ophelia ist? Nein, ich habe sie nicht gesehen. Seltsam, wir waren vor einer Stunde zum Frühstück verabredet. Ja, tut mir leid. Danke. Abby Tyler? Ich komme sofort. Was ist passiert? Abby, wo ist sie? Ich weiß noch nicht. Warum wolltest du mir am Telefon nichts sagen? Abby, Morricone hat auf sie geschossen. Was? Komm, setz dich erstmal. Jack, sie darf nicht sterben. Ich habe sie doch gerade erst gefunden. Ich kann sie nicht nochmal verlieren. Nein, sie wird es schaffen. Sag mal, wieso freust du dich nicht für Abby? Aber ich freue mich doch für sie. Sam, Abby und ich waren immer füreinander da. Aber jetzt hat sie Ophelia und Jack. Ich glaube, es ist an der Zeit, getrennte Wege zu gehen. Denkst du an Bali?
Wir könnten unser eigenes Ressort aufbauen, das Tagesgeschäft später anderen überlassen und dann einfach das Leben genießen. Wann immer du bereit bist, ich bin es auch. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Soll ich dir irgendwas bringen? Nein, danke. Jack, wegen Nina. Wir müssen jetzt nicht über Nina reden. Ich möchte es aber. Sie hätte mir mit ihrer Story schaden können. Sie hat mir Dinge vorgeworfen, die überhaupt nicht stimmen. Ich war so wütend auf sie. Ich weiß, sie konnte manchmal ziemlich unangenehm werden, wenn sie an Informationen rankommen wollte. Jack, ich hätte ihr nie im Leben etwas Böses gewollt. Das musst du mir glauben. Gehören Sie zu Ophelia? Ja, ich bin Ihre Mutter. Was ist mit ihr? Sie hat innere Verletzungen erlitten und sie hat sehr viel Blut verloren. Aber ihr Zustand ist stabil, wenn sie auch noch nicht über den Berg ist. Aber sie wird wieder gesund, oder? Das werden die nächsten Stunden zeigen, aber ich bin optimistisch. Gott sei Dank. Ich habe da noch eine Frage. Den haben wir in Ihrer Jackentasche gefunden. Ihr Pass, soll ich ihn an mich nehmen? Die Patientin wurde als Ophelia Kaplan aus London aufgenommen. Der Ausweis ist aber auf eine Claire Miller aus Los Angeles ausgestellt. Das muss ein Irrtum sein. Wir müssten das für die Akten klären. Darf ich zu ihr? Na gut, meinetwegen. Sir. Alles wird gut, mein Schatz. Es tut mir so leid. Ich wollte dir nicht wehtun. Morricone hat das alles arrangiert. Er hat mich bezahlt. Aber ich wollte aussteigen und ihnen alles sagen. Ich bin bloß eine arbeitslose Schauspielerin. Ich bin nicht böse auf dich. Ruh dich aus. Du verlässt uns wieder? Ja, mein Auftrag hier ist abgeschlossen. Aber andere warten schon. Schade, dass wir keine Zeit füreinander hatten. Das ist auch besser so. Trotzdem vielen Dank für das, was du für Abby getan hast. Es war gut, dass du sie mit Ophelia zusammengebracht hast. Vor 10 Jahren hast du dich noch anders bedankt. Das ist lange her. Wir haben uns verändert. Oh ja, das sieht man. Mach's gut. Was ist hier los? Es ist soweit. Geh und pack deine Sachen. Liebe Abby, tut mir leid, dass wir so plötzlich abreisen. Sam und ich müssen gehen. Mach dir keine Sorgen, es wird uns gut gehen. Ich hoffe, du verstehst unsere Entscheidung. In ewiger Freundschaft, Vanessa. Ich werde drüber hinwegkommen. Irgendwann. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass die Kleine wieder gesund wird. Was ist mit Morricone? Er hat dich belogen, er hat alles arrangiert. Ich werde mit ihm reden. Nein, das wirst du nicht tun. Dieser Mann ist gefährlich. Er hat Nina ermordet. Das Mädchen liegt auf der Intensivstation. Und er würde auch nicht zögern, dich umzubringen. Warum schiebt mir dieser Mann eine falsche Tochter unter? Michael Fallon hat sich für ihn verbürgt und ihm gebeten, den Fall zu übernehmen. Ich
Ich finde, du solltest mir endlich die ganze Geschichte von Paula Winter erzählen. Abby, ich habe mich so in dich verliebt. Aber wir haben keine Zukunft, wenn du mir nicht die Wahrheit sagst. Die ganze Wahrheit. Bitte. Ich habe jemanden getötet. Er war ein wohlhabender Mann. Er wollte mich vergewaltigen. Er hat mich zu Boden geschlagen und auf mich eingeprügelt. Ich habe mich gewehrt und dann... Es war Notwehr. Ein Unfall. Ich wollte ihn nicht töten. Ich habe mich nur gewehrt. Ich war damals schwanger mit 16. Die Geschworenen haben das zu meinen Lasten ausgelegt und behauptet, es hätte nie eine Vergewaltigung gegeben. Ich wurde verurteilt. Mein Kind musste ich im Gefängnis zur Welt bringen. Eine Totgeburt. Zumindest habe ich das bis jetzt geglaubt. Im Gefängnis brach ein Feuer aus. Vanessa war meine Zellennachbarin. Sie hat die Gelegenheit zur Flucht gesehen. Wir haben uns neue Papiere besorgt und ein neues Leben begonnen. Und von da an warst du Abby Tyler. Und was ist mit Michael Fallon? Den hast du zur gleichen Zeit kennengelernt, ja? Kurz danach, ja. Er war ein junger, ehrgeiziger Politiker. Prominent und alleinerziehender Vater einer kleinen Tochter. Den Rest kennst du ja. Abby Tyler? Ja? Ja, warum? Okay, ich werde da sein. Morricone? Ja. Er will mich treffen. Um 5 auf der alten Festung. Warum? Was soll das? Er will mir sagen, wer wirklich meine Tochter ist. Da komme ich mit. Tom, hier ist Jack. Wir haben ihn. Abby ist unschuldig. Wir treffen ihn um 5 in der Nähe von San Juan auf der alten Festung. Kannst du deinen Kollegen hier auf der Insel Bescheid sagen? Okay, danke. Es ist traumhaft hier, oder? Daddy! Es ist wunderschön. Das wird eine ganz tolle Hochzeit. Ja. Wir müssen Abby dafür danken. Sie bedeutet dir viel, habe ich recht? Wir waren mal ineinander verliebt, ja? Erinnerst du dich? Du warst noch ein Baby. Abby hat dich so lange geschaukelt, bis du eingeschlafen bist. Tja, aber dann trennten wir uns. Jetzt hast du sie ja wieder getroffen, wer weiß. Aber jetzt habe ich dich. In all diesen Jahren warst du mein Glück. Was brauche ich sonst? Danke, Daddy. Hör zu, ich habe um 5 in der Stadt noch eine wichtige Verabredung. Sehen wir uns beim Essen. Yep. Ich hab dich lieb, Süße. Ich hab dich auch lieb. Das Gleiche könnte ich ebenso dich fragen. Mr. Morricone wollte mich sprechen. Äußerst dringend, hat er gesagt. Er will mir ein Geschäft vorschlagen. Er hat mich auch angerufen. Er will mir sagen, wer wirklich meine Tochter ist. Das ist Jack Burns. Mr. Burns. Freut mich. Tut mir leid, dass wir uns nicht unter weniger mysteriösen Umständen kennenlernen. Schön, dass Sie kommen konnten. Sie auch, Mr. Burns? Ich habe das mit Ihrer Schwester gehört. Tut mir leid für Sie. Nina war wirklich eine bezaubernde Person. Bleiben Sie, wo Sie sind. Glauben Sie mir, ich drücke ab. Okay, Morricone, was wollen Sie? Ich will das Lamela. Und zwar komplett.
Kommt nicht in Frage. Ihr gehört die Hälfte. Vielleicht sieht sie das ja anders. Womit wollen Sie uns denn erpressen? Abby Tyler ist Paula Winter, eine verurteilte Mörderin, die in fast allen Bundesstaaten gesucht wird. Sie bekam im Gefängnis ein Kind, das bei der Geburt gestorben ist. Dachte sie jedenfalls. Die Wahrheit ist, ihr Kind wurde verkauft für $10,000. Den Deal hat mein damaliger Boss, Mr. Singer, eingefädelt. Er war leitender Angestellter in diesem Gefängnis und hat mit dem Babyhandel seinen Nachtclub finanziert. Und was habe ich damit zu tun? Sie vermuten richtig, Mr. Fallon. Sie war nicht legal zur Adoption freigegeben. Ja, das Kind, das Sie damals gekauft haben, ist Ihre Tochter. Sie haben meiner liebenden Mutter das Baby weggenommen. Abby, bitte, das wusste ich nicht. Meine Frau und ich haben damals alles versucht, um ein Baby zu bekommen, aber es ging einfach nicht. Sie war kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Ich musste irgendetwas unternehmen. Sie hat sich so sehr ein Baby gewünscht. Francesca ist meine Tochter. Ich habe sie in meinen Arm gehalten und ich... Abby, Francesca darf das nie erfahren. Wenn sie es erfährt, wird sie nie wieder mit mir reden. Sie ist doch alles, was ich habe. Also, entweder Sie beide überschreiben Ihre Anteile am Lamela oder Abby und Ihre süße Freundin wandern zurück in den Knast. Und Sie, Mr. Fallon, Sie können Ihre politische Karriere vergessen. Das werden Sie nicht tun. Die Waffe fallen! Das war's dann wohl, Mr. Morricone. Überschätzen Sie sich nicht. Ich habe einflussreiche Freunde. Um Mr. Singer kümmert sich gerade ein Freund von mir in Los Angeles. Und was den Mord an meiner Schwester betrifft, da haben wir inzwischen so viele Beweise, dass Ihnen Ihre Freunde, so einflussreich sie auch sein mögen, garantiert nicht mehr helfen können. Auf Wiedersehen, Mr. Morricone! Führst du mich zum Altar? Das hätte ich mir wirklich nie träumen lassen. Du bist eine wundervolle Mutter. Ich bin so glücklich. Ich auch. Langsam werde ich nervös. Die warten alle schon. Wollen wir losgehen? Ja. Wir haben uns an diesem wundervollen Ort versammelt, um diese beiden jungen Menschen miteinander in Liebe und Treue zu verbinden. Und somit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Ja.
Bist du glücklich? Und wie? Hoffentlich geht alles gut. Mach dir keine Sorgen. Dein Fall wird neu aufgerollt. Es gibt inzwischen so viele Beweise, dass du freigesprochen werden musst. Wie geht's Vanessa? Hallo. Gut. Na? Die beiden sind glücklich zusammen und haben sich eine neue Zukunft auf Bali aufgebaut. Machen wir einen Spaziergang?